Hallo und guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier zurück am nächsten Morgen auf der Halle Turnau. Nun, wir haben die ganze Nacht durchgearbeitet, damit hier auf der Karte Fortschritte zu sehen sind. Das ist leider nicht ganz so einfach aufgrund der Größe der Felder. Als erstes möchte ich euch sagen, ich habe die Nacht beziehungsweise gestern spät Abend auch den Kraftverkehr informiert und die sind heute früh auch schon angerückt und haben unser Lager geleert. Das heißt, wir haben eingenommen 1,36 oder rund 1,37 Millionen Mark eingenommen aufgrund unserer Verkäufe im Lager. Ihr seht, es ist geleert worden. Das habe ich erstmal veranlasst. Kartoffeln sind neu. Die haben wir gestern Abend noch angefangen. Dazu kommen wir aber gleich noch später. Ansonsten habe ich noch etwas Stroh mitverkauft. Und ungefähr 1,2 Millionen. Ja, und das ist es erstmal. So, dann springen wir mal los. Wie sieht's aus? Der bleibt hier stehen. Der auch. Der auch. Den habe ich hier umgesetzt. Den werden wir demnächst starten. Das können wir dann demnächst mal machen. So, hier habe ich vorne die ganzen Mist- und Güllefahrzeuge betankt die Nacht und befüllt, sodass die einsatzbereit sind langsam. Und den habe ich hier schon umgestellt. Da waren wir ja mit dem kleinen Maisfeld fertig geworden gestern spätabend. Wie gesagt, ich habe von der anderen LBG gestern noch Mitarbeiter angefordert, dass die in die Nacht weiterarbeiten können, dass es, wie gesagt, vorangeht. Den habe ich hier zum Pflügen gesetzt und naja, was macht er? Irgendwas anderes. So, dann pflügst du mal hier den Rand zu, an dem Ast vorbei. Ja, geht gerade so. Ja, sind Kleinigkeiten. Na, komm her. So, und dann schicken wir den nämlich wieder auf Kurs. Das ist manchmal so am Rand, da ist eben ein Ast im Weg, das ist einfach dann nicht zu ändern. So, das war die 7 Flügen. Und dann machen wir das so und dann sollte das funktionieren. Jawohl. Gut. Den können wir auch wieder losschicken. Das passt. Und den müssen wir ein Stück zurücksetzen. Ich weiß nicht, ob der so den Weg findet. Oder ob der dann woanders lang tuckert. So, ich glaube, das passt so. Und dann sollte das funktionieren. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Das sieht gut aus. Und dann müsste er jetzt wenden und die andere Spur mit entfernen. Ja, wie gesagt, ein Riesenfeld. Aber ihr seht, auch mit drei Traktoren und jeder Menge Zeit machbar. Wie gesagt, solche Riesenprojekte, das muss man hier wahrscheinlich dann mit mehr Fahrzeugen angehen. Dass da Fortschritte passieren oder naja, falls es wie gesagt diese Karte im LS21, wenn er denn so heißen wird, geben wird, würde ich sie gerne wieder spielen, diesmal dann mit einem mit demselben Konzept, sofern es Fahrzeuge aus dieser Zeit gibt, aber ich würde es auch dann anders machen, die Bearbeitung dieser Karte. Aber wenn es soweit ist, dann werdet ihr es hier höchstwahrscheinlich sehen. Und der so viel dazu. So, der arbeitet, das läuft. Wie gesagt, hier, die habe ich befüllt. Die Tanker sind auch voll. Ja, und dann werden wir die demnächst in Einsatz sehen. Der ist leer. Für den habe ich was im Petto, sage ich mal. Das habe ich mit auf die Karte genommen. Das werden wir heute wahrscheinlich kaufen. Wie gesagt, das Feld 2 ist fertig. Ich habe es fertig gemacht. Wahnsinn. Wahnsinn, was da runterkam, allein an Stroh. Einfach nur krass. So, und das steht hier alles. Und der macht hier seine Arbeit mit Kartoffeln. Ja. Und da ist er. Ihr seht, ich habe hier schon angefangen. Aber ich bin hier noch an der Feinjustierung der Spur. Ich habe schon etwas runterjustiert. Die angegebene im Händler ist es nicht. Und die vorgegebene in der Einstellung ist es leider auch nicht. Da geht bestimmt noch etwas mehr. Ich habe den hier starten lassen. Und deswegen setze ich den hier nochmal an und ich mache den Kurs nochmal neu. So, ich glaube, das hier ist in Ordnung, wenn wir das so machen. Kein Platz mehr bei den Schafen. Werden wir uns gleich drum kümmern. So, dann nehmen wir hier das Feld 8. Auf 270. Das ist aber die letzte Einstellung, die ich getroffen hatte.
Das werden wir uns gleich mal anschauen. Feld 8, das ist doch das, was wir hatten. Wir schauen mal. So, wenn der das nämlich hier mitnimmt, dann ist es höchstwahrscheinlich dann auch mal die richtige Einstellung. So. Ne, das ist falsch. Da erkennt er das Falsche, da müssen wir ein Stück zurück. Ja, das ist soweit in Ordnung. Dann schauen wir mal, nehme ich die Linien raus. So. Dann müsste er den kleinen Haufen hier mitnehmen und dann sollte es auch mit den anderen, was er da drüben hat, stehen lassen. Wie gesagt, ich bin von 3,30 Meter auf 3 Meter, auf 2,80 Meter, da hat er immer noch was stehen lassen. Hat aber anderes schon weggeräumt dafür. Ganz klar, für die Spur wird immer kleiner. Okay, 2,70 scheint zu passen. Ja, angegeben wird es, wie gesagt, beim Einstellen mit 2,40 im Shop mit 3,50. Das macht es irgendwie dann nicht so einfach. Okay, den stellen wir jetzt hier hin. Und dann sollte er diese Spur dann dort mitnehmen. Ja, sieht gut aus. Okay, dann nehmen wir das raus. Ja, ich lasse das übrigens automatisch abtanken. Das habe ich hier so eingestellt. Wenn der voll ist, fährt er rüber und tankt in den LKW ab und dann ist das erledigt. So, und ich würde sagen, wir springen mal zum Shop rüber und kaufen heute etwas. Denn ich habe jede Menge wieder mit drauf genommen. Muss ja immer Stück für Stück sein, sag ich mal. Und wir gucken mal bei die LKWs. Da müsste eigentlich was sein. Jawohl, da ist er. Und den? Haben wir denn eine schöne Farbe für den? Wie sieht das mit dem aus? Oh Gott, oh Gott. Designfarbe. Okay, Hauptfarbe. Vorspur. Und weil es so schön furchtbar ist, lassen wir es so. So, da haben wir noch ein bisschen PS rein. Arbeitslicht, ach, das reicht zu. Das passt auch. Haben wir Unterbodenschutz oder sowas? Design normal. Design offen. Hier haben wir Unterbodenschutz. Motorabdeckung und Schutz. Das sieht gut aus. Ach, das ist nur für Rammschutz vorne. Okay. Lassen wir es so. Aber will ich das offen haben? Nee, eigentlich nie. Da lassen wir es so. Kotflügel. Ja. Kaufen. Fertig. Zurück. Dann steigen wir hier ein in den guten. Und der sollte uns nämlich jetzt Kalk aufs Feld bringen. Und wir kürzen mal ab. Ausnahmsweise geht es hier mal übers Feld. Das dient einschließlich Testzwecken. Naja, gut. Ja. Also dieses Fahrzeug ist sehr kraftvoll, zuverlässig, macht keine Probleme. Das Einzige, was bei ihm nicht geht, wenn ihr den mit Kipper-Variante nehmt, dann kann es sein, der lädt nichts mehr rein. Es gab da irgendwo ein Update und der lädt da leider keine Frucht mehr in seine Ladevorrichtung hinten. Ah, so geht das auf. Ups, Kurve rum. Schön. Schön. Und dann fahren wir den hier runter und dann sollte hier Kalk reinpassen. Halt, stopp. So, und dann drücken wir mal drauf. Und dann gib ihm. Macht er voll. Ach, getrennte Kammern. Okay. Okay, getrennte Kammern. Sehr gut. Da kann man ja Verschiedenes aufs Feld bringen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Okay, dann machen wir hier zu den Laden. Was haben wir drin? 14.000 Kalk. Ja, da können wir den knapp zweimal füllen auf dem Feld. Das ist, denke ich, okay. Und dann fahren wir als erstes dorthin. Hat auch ein sehr schönes Motorgeräusch. Ich glaube, das kommt verdammt nah an das Original ran. Echt schön. Echt, echt schön. Wie gesagt, den Mod gibt es schon ein bisschen länger. Wurde auch mal geupdatet. Da gab es wohl irgendwie noch eine Verbesserung oder mehr Modelle. Ich weiß es nicht genau. Auf alle Fälle sehr, sehr schön. Kann man nicht meckern. Uiuiuiui.
Das sind mindestens. Ach naja, was soll's. Zahl die Versicherung. Welche Versicherung? So. Ja. Da sind wir, wie gesagt, gleich da und dann werden wir den mal auftanken mit Kalk. Echt schöne Vorgeräusche, oder? Echt Wahnsinn. Wie gesagt, was manche so für Mods machen, da... Ja, was soll ich sagen? Sehr beeindruckend. Wir fahren das schon mal aus. Sehr schick. Ich weiß gar nicht, muss man hier die Kammern umschalten? Zwei ist Kalk. Ja, scheint so. Okay. Ah, okay, so wird das gemacht. Gut, egal. Hier geblieben. Er hat sogar einen grünen Punkt, damit man sieht. Rein theoretisch müsste der ja... Ach nee, den haben wir nicht angeschaltet. So, dann steigen wir mal aus und schicken den auf Kurs. Bam, 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 Kursaufzeichnung. Na, wir hatten eigentlich hier eine, das ist Feld 2. Kalken, da ist er. Und dann läuft das. Vollwahrer. Ja, so soll das sein. Während der nämlich dann kalkt, können wir in Ruhe den hier auftanken fahren. Und ja, wie gesagt, das mit dem Kammernsystem, der nimmt erst den ersten und erst den zweiten. Der nimmt dann, ah, okay. Okay, na gut. Er hat aus dem zweiten auch schon genommen, weil ich umgeschalten habe. Hm. Na gut. Egal, hin wie her. Wir schauen mal weiter. Für den haben wir gerade nichts zu tun. Den auch nicht, aber da könnten wir mal. Da könnten wir mal. Ne, da haben wir schon was hinten. Gut, dann nehmen wir den hier in Produktion. Es muss ja weitergehen, wie gesagt. LKW haben wir schon da. Fruchtzerstörung ist immer noch aus und die bleibt auch aus. Ne? Das ist... So. Ja, es ist nicht ganz nach Norm, aber was soll's. So... Ich setze den hier an. Dann kann er nach der Wende dann die Spur wechseln. So, das ist das Feld 28. So, dann machen wir zwei Vorgewände. Und damit beginnen wir auch. Wir machen hart und wir machen 6,50 Meter. Haben wir irgendwas auf der Wiese stehen? Sieht nicht so aus. Gut. Damit ist das generiert. Und wir beginnen beim ersten und es geht los. Will er nicht? Einstellen müsste ich vielleicht noch. Ja. So, Feld 28. Dreschen 6,50 Meter. Und damit ist es drin. Sehr schön. Was erntet der Weizen? Warum macht er keinen? Warum machst du kein Stroh? Machst du doch eigentlich immer bei Kursplay automatisch Stroh? Verstehe ich nicht. Na egal. So, grasmäßig. Das sieht schon wieder Bombe aus hier. Was sagt denn da die Übersicht dazu? Die sagt heute gar nicht. Mhm. Hier unten das Grasfeld wird nie angezeigt. Okay. Dann ist das so. Okidoki. Ja. Den werden wir auch mal einfach mal losschicken. Das nützt ja alles nichts.
So, den starten wir hier. Dann machen wir das so. Und Kursgenerierung. Dann ist das Feld 16. Klick, klick. Rundherum. Wir machen... machen wir 4 Vorgewände. Ist einfach besser. So. Vorgewände bauen. Wir machen hart. Wir machen... Hier müssen wir verändern. Hier müssen wir auf... Was hat man hier? Waren das 5 Meter? Ich glaube 5 Meter. Bei dem Maisgebiss müssen wir 5 Meter machen. Das stimmt hier alles hinten und vorne nicht. Ich glaube, angegeben wird es mit 4,70 Meter. Der zeigt mir 6,20 Meter. 5 Meter ist ideal. Ja, dann generieren wir das. Das dauert ein bisschen länger, Riesenfeld wieder. Da haben wir wieder 5 Minuten mehr Ladezeit von der Karte. Und das sieht gut aus. Okay, dann machen wir das so. Jetzt muss ich bloß noch speichern. Feld 16. Dreschen 5 Meter. 5 Meter bedeutet automatisch immer, wir haben Maisgebiss. 6,50 ist das Korngebiss. 2,70 oder so wird dann wohl, das dauert ein bisschen länger beim Speichern, wird dann das die Kartoffelernte sein und das wird wahrscheinlich auch die Rübenernte sein. Das wird dasselbe von der Breite dann werden. Ja. So, nachliegendste Wegpunkte aktivieren. So, da haben wir erstmal das. Und wir brauchen noch etwas zum Abtanken und das werden wir ganz einfach so machen, damit auch jeder den Punkt trifft, egal wo er steht. Ja, dann ist das einfach so. Das lässt sich jetzt nicht ändern. So, dann stellen wir das mal ein. Ist das der? Nee. Da habe ich immer meine Probleme mit den Einstellen von den... Habe ich da nie... Habe ich doch irgendwo Drescher tankt ab. Haben wir da nie... Ah, okay, das ist Feldarbeit. Dann lassen wir das so. Ja. Gut. Also, das sollte von dort hinten dann hier auch klappen. Und dann einmal loslegen. Jawohl. Dann fahren wir das Rohr aus schon mal. Dann sollte der hier hinfahren. Egal wo er sich befindet, der fährt dann hierher an diese Position und wird dann abtanken. Ich glaube, man sollte das eigentlich so machen, dass die Fahrzeuge auf dem Feld stehen. Das ist einfach besser. Ich mache es immer so, dass es am Feldrand ist. Finde ich einfach besser. So, damit steht er hier. Und das ist der Abladepunkt. Jawohl. Und dann fährt er hier wieder weg. Klappt das Rohr ein. Und fährt wieder zur Mitte, dass er wieder jeden Punkt auf der, wie hier auf dem Feld erreichen kann. Und ich glaube, das sind wir hier schon im grünen Bereich. Jawohl, und dann machen wir hier Stopp. Und dann machen wir Feld 16. Na, Drescher tankt ab. So, und damit ist das erledigt. Und wenn man das jetzt beides kombinieren, sollte das dann auch irgendwann klappen. So, da gehen wir mal hier drauf. Feld 16. Das sind die 5 Meter und Drescher tankt ab. Dann machen wir den ersten Wegpunkt. Und wir tun nicht deaktivieren, also wir aktivieren, weil er dann stehen bleibt. Und das ist ja nicht das, was wir wollen. Er soll ja da seine Arbeit machen. Und da können wir den eigentlich jetzt schon aktivieren und er sollte seinen Weg finden. Mehr oder weniger. Jawohl, und da legt er los. Ja, das dauert ein bisschen, bis der jetzt was hat. Es gibt hier, der Rand ist ja meistens frei und dann ist das so. Ja, dann werden wir noch ein paar andere Fahrzeuge kaufen. Wir brauchen wahrscheinlich für den auch noch was zum Abtanken. Und von daher bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Wie gesagt, die Folgen, es dauert manchmal, bis es hier wieder eine gibt, weil wir eben vorarbeiten müssen. Ich will euch nicht die ganze Zeit zeigen, dass er 20 Folgen von der Feldarbeit, das ist, glaube ich, nicht der Sinn und Zweck der Sache.
Und deswegen dauert es halt ein bisschen, bis ab und zu mal was Neues kommt. Und damit sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Auf bald.